Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast von Liebe Saat, dem Podcast für bewusste Single-Frauen über 40, die wieder eine erfüllte Beziehung wollen mit sich und einem neuen Partner. Mein Name ist Martina Haag, ich bin deine Liebes- und Wohlfühlmentorin und ich habe es ja schon angekündigt, heute sprechen wir über das Thema Ausstrahlung. Ja, lass mich mal kurz schauen, wo ich hin muss. So, was finden Männer attraktiv oder, ja, sollte mich das überhaupt interessieren? Ja, bevor ich den Podcast begann, sammelte ich Material und fragte die Frauen, über was sie gerne etwas hören möchten. Und die Antwort war, was finden Männer attraktiv, welche Eigenschaften finden sie gut? Das ist interessant, wenn man nämlich Männer fragt, was genau das ist, was eine Frau attraktiv für ihn macht, dann bekommt man zwar verschiedene Antworten, weil Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber alle sprechen davon, dass die Frau Ausstrahlung haben sollte. Bevor wir aber dazu kommen, was das genau bedeutet, möchte ich noch eines sagen. Allein die Frage impliziert schon, dass diese Frau unsicher ist und schon jetzt bereit ist, sich anzupassen und zu verbiegen. Und dieses Thema hatten wir ja bereits in der letzten Folge besprochen. Bin ich wirklich richtig, wie ich bin? Es ist sicherlich nicht förderlich, etwas oder jemanden anderen darstellen zu wollen, ja, um sein Interesse zu gewinnen oder zu gefallen. Denn damit ziehst du ja genau dasselbe an, ja? Nämlich jemanden, der dies auch tut. Und oh Schreck, wie groß wird das Erwachen sein, wenn beide ihre Masken früher oder später fallen lassen. Ja, viel wichtiger als zu schauen, was der andere will, was Männer attraktiv finden und was sie wollen, ist zu wissen, als wer ich zukünftig eigentlich leben will, wer ich eigentlich sein will. Ja, wie ich leben will, sodass ich mich weiter in Pudelwohl fühle, ja, und dass ich mich in der Partnerschaft weiterentwickeln kann und entfalten kann, und zwar ganz natürlich. Stell dir selbst mal folgende Fragen. Wie will ich mich denn fühlen an seiner Seite? Wer will ich denn sein an seiner Seite? Und jetzt kommen wir nämlich automatisch zur Ausstrahlung und Attraktivität. Je sicherer du weißt, wie du dich fühlen willst und wer du bist, desto mehr ziehst du den Richtigen an. Ja, dann darf es nämlich auch mal ein Speckröllchen zu viel sein oder du ihm im Lumpensack anstatt im Ballkleid zu begegnen. Ja? Und dann wirst du nämlich einen einzigartigen Duft ausstrahlen. Und mit diesem Duft, mit deiner Einzigartigkeit, wirst du ihn anziehen. Wie eine Blume, die Bienchen anzieht. Also mach dir nicht so viel den Kopf drum, was will der andere sehen? Was will der andere, wie ich bin? Weißt du, wenn ich die Frauen befrage, was sie wollen, dann wollen sie sich nicht mehr verbiegen. Aber am Anfang, das ist der prägendste Teil der Beziehung, wenn du am Anfang schon anfängst, dich zu verstellen, dann bist du in dieser Nummer drin. Und dann wird es wahrlich schwer, wieder dort hinauszukommen, ohne die Beziehung beenden zu müssen. Ja, ohne die Begegnung in Frage zu stellen und sie schlecht zu machen. Also find doch mal mit den Fragen heraus, ja, wie will ich mich eigentlich an seiner Seite fühlen? Ja, wie will ich denn sein an seiner Seite? Wie fühle ich mich dann am natürlichsten? Wie kann ich mich dann am besten entfalten, entwickeln, entspannen, ich sein? Und dann sei einfach von Anfang an sehr ehrlich zu dir selbst, ja, und auch zu deinem Gegenüber. Und sei wirklich so, wie du dich fühlen möchtest, so, wie du sein möchtest.
Und wenn du die letzte Podcast-Folge dir angehört hast, dann weißt du auch, dass es gar nicht schlimm ist, wenn er dann nicht auf dich steht. Ja? Sondern, dass du ihn dann einfach gehen lassen kannst und kannst ganz entspannt deine Wege weitergehen. Und das macht natürlich eine komplett andere Ausstrahlung, als wenn du schön sein willst, gefallen willst, es jedem recht machen willst. Das kannst du dir sicherlich vorstellen. Ja, meine Liebe, das war es auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Die sind kurz und knapp, aber die bringen dir jede Menge Material zum Nachdenken, zum Überdenken, wo du gerade stehst, was du vielleicht noch korrigieren darfst und wo du hinschauen darfst, so dass du dann auch bald den richtigen anziehst und in die Liebe hineinfällst. Ja, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und ich hoffe, du hast den Kanal ja abonniert und wir hören uns ganz bald wieder mit der nächsten Folge. Und wenn du Vorschläge hast für eine Podcast-Folge, teile sie mir bitte mit. Ich gehe gerne auf deine Thematik ein. Auf jeden Fall kann ich dir jetzt schon mal garantieren, es bleibt sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Bis dahin, deine Martina Haag, Liebes- und Wohlfühlmentorin von Liebesatt. Ciao, ciao.